So schönes Sommerwetter. Man könnte jetzt am Baggersee liegen oder irgendwas anderes Sommerliches machen. Man könnte aber auch hier im Chaos versinken und ein Aquarium einrichten. Und das machen wir jetzt. Ich nehme euch mit und wir starten mal hinten mit der Filtermatte. Die wird eingeklebt. 3 cm PPI 10. Die hat vor allem auch den Sinn, dass ich sie begrünen möchte. Ja, also da kommen da hinten, da ist schon mal so ein Ausschnitt, kommen Pflanztöpfe rein, 4 Stück. So Einhängetöpfe sind es. Und da möchte ich mal ein bisschen E-Mers arbeiten. Ich habe nicht so den grünen Daumen. Mal gucken, ob von euch da jemand Ideen hat, welche Pflanzen da besonders gehen. Aber bitte keine Grünlilie und Efeutute. Die gefallen mir nicht. Die habe ich auch schon. Ja, und da habe ich einfach alte Filtermatten, die ich noch hatte. Seht mal, die waren mal im Einsatz. Hier dazu gepuzzelt. Eine große, 1,50 Meter. Die werde ich noch ein bisschen einkürzen. Die steht oben raus und unten kommt 5 cm Sand. Poolfiltersand. Ja, und da. Ja, muss die Matte nicht drin im Sand stehen, die kann auch draufstehen. Ja, und die werde ich dann auch mal ein bisschen einkürzen. Bei vielen Dingen nehme ich euch nicht mit, zeige euch nur das Endergebnis. Da möchte ich euch nicht so die Zeit klauen. Ich meine, ihr habt schon mal gesehen, wie man Sand in ein Aquarium reinfüllt, oder? Oder wie ich mit einem Cuttermesser so eine Matte schneide. Das könnt ihr euch auch vorstellen. Und ich finde manchmal manche Videos, die alles so haarklein zeigen, jeden Pups, jedes Pflänzchen, was aufgeklebt, aufgebunden wird. Ach, das kostet alles eure Zeit und ja, da mache ich meistens immer relativ schnell vorwärts bei den Videos, weil mich das doch langweilt und ich möchte euch nicht langweilen. So legen wir einfach mal los. Ich zeige euch dann das fertige Endergebnis. Geschickter gewesen wäre natürlich, wenn ich das Aquarium auf die Hinterplatte hätte legen lassen. Ja, dann wird durch die Schwerkraft die Matte dann noch so ein bisschen in das Silikon reingedrückt. Geht aber auch so. Ich habe das so auch schon gemacht. Wenn man es ein bisschen abstützt und dann einfach antrocknen lässt, hält es. Da ist ja keine große Belastung drauf auf der Matte. Da zieht ja nichts irgendwie jetzt von hinten nach vorne, da sind ein paar Pflänzchen drauf und mehr passiert ja da nicht. Also mir ist noch nie eine Matte irgendwie wieder zurückgekommen und das ist bestimmt schon mein, lass mich überlegen, 7. oder 8. oder 9. filterloses Becken und in ja, Matten habe ich wie viel? 5, 6 Stück schon eingeklebt, manchmal auch ganz ohne. Also ja, braucht man sich keinen Kopf machen, funktioniert wunderbar. Matte ist eingeklebt, darf jetzt trocknen. Das sind die Ausschnitte für die Pflanztöpfe. Hier hinten habe ich dann noch was anderes vor. Ja, und jetzt lassen wir das einfach mal, gehen frühstücken, trinken Käffchen und dann geht's weiter mit dem Bodengrund. Unter den wachsamen Augen meines Tomatenkugelnfisches gehen wir an die Inneneinrichtung. Filtermatte ist verklebt. Aussparungen für die Einhängetöpfchen sind dran. Und der Boden ist noch nackig, aber nicht mehr lang. Ja, hier ist der Poolfiltersand, die Steine, die Wurzel. Und was ich seit einiger Zeit immer unter jedem Bodengrund verteile, ist das Grow Power Additive. Mineralien, Spuren, Elemente, ja, Makronährstoffe und so weiter, alles drin. Muss man sehr sparsam dosieren. Ist so für das erste Anschieben, dass die Pflanzen gleich gut an den Wurzeln versorgt sind. Eine echt gute Alternative zu den normalen Bodengrundzusätzen. Ist immer so ein bisschen Vertrauenssache, was man da nimmt. Natürlich weiß man nie ganz genau, was Firmen da reinmischen und ja. Aber grundsätzlich habe ich es gern, wenn ich so von kleineren enthusiastischen Firmen ja, mir die Produkte hole, die da selber entwickelt wurden. Irgendwo habe ich das Gefühl, okay, so große Konzerne,
Denen geht es oft um Gewinnmaximierung. Ja, die Kleinen machen das aus Enthusiasmus und Leidenschaft. Ich verlinke es euch unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr dann das gerne mal ausprobieren. Ja, und das geben wir jetzt hier ganz, ganz sparsam in den hinteren Bereich. Im vorderen Bereich kommt eher wenig Bepflanzung, eher Kleinwüchsige, die auch mit der Strömung gut klarkommen. Hier ins Eck, ja, sieht man nicht, kommt dann die Strömungspumpe. Die sorgt im vorderen Bereich für die entsprechende Verwirbelung und Strömung. Und im hinteren Bereich soll es eher ein bisschen ruhiger sein. Ja, dann verteilen wir das jetzt mal. So, habe euch mal aufs Stativ gestellt. Ja, und dass ihr seht, wie viel man dann nimmt. Steht natürlich auf der Verpackung auch immer drauf. So, erstmal öffnen das Ganze. Und dann ist hier, ja, für 1,20 Meter, 50, jetzt haben wir 1,30 Meter, 60, ungefähr 75 Gramm. Das ist die halbe Dose. Und ihr seht schon, hier ist auch ein Eisenanteil mit drin, da ist das Rötliche. Und da muss man aufpassen, das nicht an den Rand, ja, weil sonst könnte es sein, dass da ein bisschen was Rotes dann durchschimmert und das wollen wir nicht. Also hier schön fein verteilen das Ganze, die Ränder ein bisschen aussparen. Erste Löffel. Und noch einer. Na, das war ein bisschen viel an der Stelle. Mal gleich noch ein bisschen verteilen. So, und das soll es dann auch gewesen sein. Haben wir also nicht ganz eine halbe Packung verbraucht. Ich schätze so 60 Gramm. Da sehen wir, da ist noch mehr wie die Hälfte drin. Jetzt würde ich das noch ein bisschen feiner verteilen und dann kann auch der Sand drauf. Gut, und dass das Ganze auch dort bleibt, wo es hin soll, am besten mit dem Sand außen anfangen und vorne anfangen. So, dass da nichts mehr verrutscht. Ich hatte es schon, dass dann das Pulver sich ein bisschen an die Seite geschoben hat, wo ich den Sandsack reingekippt habe. Ja, und dann hatte ich da schöne rote Stellen vom Eisen. Das sah jetzt nicht so spektakulär aus, deswegen lieber hier mal vorne und an der Seite anfangen. Und dann ist das eine kleine Barriere und das verschiebt sich nicht mehr. Und es hilft auch hier, das Ganze ein bisschen erstmal vorsichtig aufzubringen. Wenn da so ein großer Flatscher Sand reinkommt, dann schiebt sich das auch oft so zusammen. So bleibt es gut verteilt. Ja, Poolfiltersand, eine gute Sache. Der ist nicht nur in verschiedenen Körnungen zu kriegen, meistens 0,4er bis 0,8er. Ich habe hier den bisschen gröberen 0,6er bis 1,2. Stärke. Der ist grundgereinigt. Oh ja, Sack schwer. Und ja, dann im Feuer bearbeitet sozusagen. Ja. Und damit ist er rein. Der muss ja, ist ja eigentlich für Teichfilter oder für, Poolfilter eigentlich gedacht für Swimmingpools und da muss er ja sauber sein und das ist der große Vorteil von der ganzen Geschichte. Da gibt es verschiedene Produkte, aber die nehmen sich alle nichts. Die Farbe ist relativ natürlich, das seht ihr hier, ja, also schaut ganz gut aus, schöne Körnung, ja. Normalerweise trübt er nicht sonderlich, weil er ja gereinigt ist. Aber durch Abrieb kann immer auch ein bisschen was an Schwebstoff da sein, was sich allerdings dann nach spätestens einem Tag eigentlich wieder abgesetzt haben sollte. Also jetzt legen wir mal los.
Ja, und dann seht ihr, was ich gemeint habe, dass sich das immer noch ein bisschen verschiebt, wenn man nicht vorsichtig ist. Okay. Es gibt im Internet Bodengrundrechner. Da gebt ihr die Höhe und Stärke des Materials ein und dann rechnet er, wie viel Kilo. Ich habe jetzt im Schnitt 5 cm Bodengrund geplant und das sind dann insgesamt 50 Kilogramm dabei rausgekommen. Also schauen wir mal, ob wir damit klarkommen. Erster sagt, 25 Kilo sind drin. 50 Kilo sind drin und jetzt braucht man natürlich, und es geht nicht ohne Sand Flattener. Ja, ohne das kann man natürlich sowas nicht bearbeiten. Ihr seht, wie wunderbar damit sich arbeiten lässt. Wer auf so einen Schrott gekommen ist, also es stammt noch aus meiner Aquascaping-Zeit. Ich glaube, die muss jeder mal durchmachen und dann wieder zurückfinden zur Normalität. Also wunderbar, leicht aufsteigend. Wobei das sich hier im Strömungsbecken wahrscheinlich sowieso in relativ kurzer Zeit alles einebnet. Insofern ja, dürfte das nicht so wirklich wichtig sein. So, 50 Kilo sind drin. Das schaut gut aus. Dann können wir weitermachen mit dem restlichen Hardscape. Ja, und jetzt sollte man sich ein bisschen Zeit lassen. Ja, das Ausprobieren, das immer wieder schauen, verschieben, optimieren, eine Nacht drüber schlafen, das ist ein ganz wichtiger Prozess, sodass man nachher hinterher wirklich zufrieden ist. Und ja, ich werde euch nachher mal das Endergebnis zeigen. Ja, die Wurzel ist in Position. Licht habe ich angemacht, dann sieht man auch so ein bisschen, wie der Schattenwurf ist und wo so ein bisschen die ja, beschatteten Zonen sind. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da unten unter der Wurzel in diesen Räumen sich dann die Tiere auch ganz gut zurückziehen können. Ein paar Höhlen werde ich natürlich auch noch einbauen, aber gefällt mir jetzt doch mal richtig gut. Ja, man sieht auf den ersten Blick eine Wurzel. Auf den zweiten Blick sieht man einen Kabelbinder, Nummer 2, Nummer 3. Also sind insgesamt 4 Wurzelstücke, eine große und 4 kleinere Äste, alles gefunden im Allgäu in irgendwelchen Flüssen. Ja, das lässt sich ganz gut so zusammenbasteln, sodass das nachher ein Gesamtbild irgendwie ergibt. Geht weiter mit den Steinen. So, nach den ersten Versuchen bin ich jetzt momentan ganz zufrieden mit dem Layout. Habe also hier ja Steine, die alles einen leichten Rotton haben, aber doch von der Struktur her auch ein bisschen unterschiedlich sind, von der Maserung unterschiedlich, sodass auch ein bisschen Bewegung im Becken ist. Und habe natürlich dabei darauf geachtet, dass ich auch schön so ein paar Unterstände, Höhlen habe, wo sie sich dann zurückziehen können. Also da kann man sich schon vorstellen, wie die Dornaugen und Flossensauger grundeln hier so zwischen den Steinen durchflitzen, die Steine abweiden. Macht bisher einen ganz harmonischen Eindruck, muss ich sagen, bin recht zufrieden. Bestimmt über Nacht werden mir noch ein paar Kleinigkeiten einfallen, aber ich freue mich. Es macht richtig Spaß. Hier habe ich jetzt bestimmt 30, 35 Kilo an ja, Steinen drin. Jetzt kommt noch ein bisschen was Geröllmäßiges und feiner Split, so dass das Ganze noch ein bisschen natürlicher rüberkommt. Und dann sind wir mal gespannt. Die Pumpe habe ich auch schon hier an der Seite. Die wird noch verkleidet. Da kommt vorne dran noch ein bisschen mit Java fahren, so dass man sie nicht sieht.
das kann ich mir gut vorstellen, dass das funktioniert. Die lässt sich jetzt nicht verstellen, das heißt, die geht nur einmal 90 Grad nach vorne, ist aber hier in diesem Setup auch nicht wirklich notwendig. Ja. Das soll hier vorne über die Steine pusten und sich da seinen Weg suchen. Ha, bin sehr gespannt. Also ihr Lieben, das war so mal die erste Idee. Schauen wir mal, wie es morgen wird. Ja, jetzt wäre genau der richtige Moment zu abonnieren, einen Kommentar zu schreiben, zu liken, wenn ihr da dabei sein wollt bei diesem Projekt. Ein Strömungsbecken vorne und ruhigere Zone hinten mit immerser Bepflanzung. Wen das interessiert, und es soll ja irgendwo noch jemand geben, der nicht abonniert hat, was mir natürlich völlig unverständlich ist, dann ist jetzt eine gute Möglichkeit. Ja, tschüss, bis zum nächsten Video.